Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, ich habe ein kleines Update für euch. Denn bei der Rundfunklizenz gibt es eine Erweiterung bzw. einen neuen Entwurf. Worum es da genau geht, seht ihr gleich nach dem Intro. Also was ist denn du hier? Ah, hast du Knall oder was? Mann! So, ich habe ja in meinem letzten Video darüber berichtet, dass PietSmiet eine Rundfunklizenz braucht und welche Kriterien man dafür erfüllen muss, dass man eine Rundfunklizenz praktisch beantragen muss. Dazu gab es jetzt ein kleines Update, weil die ZAK, die haben sich was Neues überlegt. Es soll nämlich in Europa, also europaweit, soll es einen neuen neuen Gesetzentwurf geben. Yay! Also in dem Bereich audiovisuelle Medien, das ist eine Erweiterung von diesem Rundfunkstaatsvertrag oder von dieser Rundfunklizenz praktisch. Die wollen jetzt oder haben sich jetzt überlegt, boah, die YouTuber, die machen ja richtig Knete mit dem Scheiß. Davon wollen wir auch ein Stück abhaben. Deswegen bitten wir sie jetzt krass zur Kasse. Ja, also wie schon gesagt, die haben sich jetzt diesen neuen Entwurf überlegt. Das heißt, muss ich mich jetzt korrigieren, dass irgendwann in Europa dieses On-Demand vom letzten Video, was ich erklärt habe, also dieses praktisch Schauen auf Abruf, irgendwann auch rundfunklizenzpflichtig ist. Oder vielleicht auch eine andere Lizenz. Ich meine, der deutsche Staat lässt sich ja immer irgendeinen Scheißdreck einfallen. Oder die EU, je nachdem, ne? Siehe mein Video mit diesem ganzen Zigarettenemblem. Aber das ist ein anderes Thema, wie schon gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schaut da einfach mal rein. Also meiner Meinung nach, ganz krass, ich finde es eine richtig abgefahrene Scheiße, was da gerade momentan abläuft. Weil jetzt, wo sie sehen, dass man Geld damit machen kann, will wieder jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist so typisch Politik, Alter, und Ämter. Weil, weißt du, überall wollen sie irgendwo ihre Nase reinstecken. Und jetzt, wo es auf YouTube und so endlich mal vorangeht und man vielleicht endlich mal ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann, meinen sie jetzt müssen wir irgendwas machen. Ich meine, so eine Rundfunklizenz, die kostet zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Lasst euch nichts erzählen, ich habe es von erster Hand von einem Rechtsanwalt erfahren. 1.000 bis 10.000, also nicht von 1.000 bis 90.000 Euro oder so oder 200.000, nein, zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Wie das dann natürlich auf YouTube sich dann verläuft mit diesem On-Demand Angebot, dieses neue System für audiovisuelle Medien. Wie schon gesagt, müssen wir nochmal drüber knetschen, weil für dich und mich jetzt als kleine YouTuber ist es eigentlich überhaupt nicht bezahlbar. Ne? Und dann ab 500 Abonnenten schon. Alter, das ist hart. Ne? Ich mit meinen 280 bin ja auch nicht mehr so weit davon entfernt. Also wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch wenn das erst in 2 Jahren kommt wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dieses kleine Update wird euch dabei helfen, euch darüber Gedanken zu machen. Ich wollte sowieso mal ein Video darüber machen, dass die Leute, also beziehungsweise, ihr kennt ja bestimmt KS Freak und Miguel Pablo. Die kleinen Babyfaces, die auf YouTube halbwegs, also KS Freak jetzt sicher, aber Miguel Pablo, die jetzt einen richtigen Hype erlebt haben und bei YouTube richtig durchgestartet sind. Kleiner Appell an euch, macht das nicht, brecht die Schule nicht ab. Wenn diese zwei Milchgesichter irgendwann nicht mehr so milchig und knuppig sind, dann sind die Fans ganz schnell weg. So, auf YouTube läuft es nicht mehr, die haben keine Lehre abgeschlossen, die haben ihre Schule abgebrochen, die haben keinen richtigen Abschluss, dann sieht es ganz schön mau aus, nicht? Und wie schon gesagt, lasst euch davon nicht beeindrucken oder lasst euch da irgendwie mitziehen. Ich denke mal, dass meine Community intelligent genug ist, das nicht zu tun. Macht eure Schule in Ruhe zu Ende, überlegt euch eine Lehre nebenbei oder irgendwas, dass ihr später was in der Hand habt. Ich meine, die ganzen großen YouTuber, die haben ihr Studium schon, Konk hat seine Firma schon, also wie schon gesagt. Lasst euch einfach mal durch den Kopf gehen. Wie schon gesagt, mit der Rundfunklizenz, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, sitzt gerne in der Endcard. Da sind wir auch schon wieder in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei meinem letzten Video vorbei. Für die, die es jetzt nicht wissen, was ich ja eigentlich gerade gelabert habe, da habt ihr nochmal alle Infos zu der Rundfunklizenz, was mit PietSmiet auf sich hatte und was bei Streamern auf uns zukommt. Hier unten ist nochmal der Honeywolle, der mich
zum Kanal der Woche gekrönt hat gestern unser Video. Schaut auf jeden Fall mal rein. Der macht auch coole Top 5 Videos, der macht Vlog Videos und so und. Baut momentan gerade ein neues Studio und ich werde mit ihm wir werden ein neues Format starten. Welches das genau ist, schaut bei ihm auf jeden Fall mal rein und bleibt auf jeden Fall dabei. Wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fand, dann wieder diesen Button. Wenn ich richtig krass fand, wieder diesen. Oder einfach auf die Fratze da unten klicken fürs Abonnieren. Für die, die jetzt neu dabei sind und keine Folgen mehr verpassen wollen, weil sie mich halt haben will. Cool fanden oder so. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Was gibt's dazu noch zu sagen? See you next time. Euer Avenger. Haut rein, bis dahin. Servus, alte Freunde.